Kann man den Typ eine drüber ziehen, oder? Hm, kannst du das? Hey, you shouldn't be back here. Okay, warte mal, ich rede mal mit dem Koch. Because it's the rules, that's why. Customers stay out front, where they can't mess everything up. Oh, right. Well, I guess you can look around. But don't touch anything. I'm trying to work on a signature dish. I want something fiery and hearty. Tough, yet tender. Just like the legend of Monkey Island himself. Too bad I'm still missing one of the ingredients. Can't help you there. I've just hired a new assistant, and they should be starting today. Assuming they show up for work. I don't know what the delay is all about, but I hope they remember to pick up their uniform from the general store. I've had it reserved all week. Gemischt worden, ob so. Of course it matters. Cooking's a messy business, and you need to look the part. I just hope they get here soon. I'm rushed off my feet as it is. Soon as they arrive, I'm going on my break. Okay, 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 okay. Ich hab einen Plan, glaube ich. Ich mach mal den Hammer hier. Keine Ahnung, ich leg den mal hier vor die Tür. Ja, aber das ist hier so wie in dem Spiel. Welches Spiel? Monkey Island. Und Rätsel so. Und so. Ich kenne nur Affenalarm. Okay. Ja, das ist ungefähr das gleiche. Das, ja, kommt ungefähr hin, ne? Denke, habe ich mir auch gerade so. Ahoy there! Und zwar. That's a special order. Some kind of cook uniform for the scum bar. Probably just a big apron and a silly hat, I expect, but I want rid of it. Kannst du den Gegenstand nicht leisten? Spanische Dollar. Wo kriegt man die spanischen Dollar her? Da schießt sich einer in die Luft. Das bin ich. Hat nämlich auch was eingefallen. Sir, du bist auf jeden Fall schon mal auf dem richtigen Wege. Weil da oben meine ich. Also ich gehe davon aus, dass ich gerade eine Sachse renne. Nee. Und ich meine, da oben war irgendwas interessant. Ganz oben bist. Ich kann die Glocke läuten. Ja. Da nicht irgendein Typ da oben. Ja. Ja. Ist ein Typ da oben. Nur ich rede gerade mit ihm. Ihr müsst, glaube ich, ein bisschen exzentrisch sein oder sowas. Wie? Hast du schon mal gespielt? Nee, aber. Ich hab irgendwas von Monkey Island im Kopf, dass da oben am Hügel. Überblick verschafft. Ja, aber der lässt mich ja da nicht durch. Ja, dann sind wir weg, was er so da oben erzählt hat. Oh. Zwölf entdeckt. Denn? Ich hab den jetzt abgelenkt und hab gesagt, dass da draußen ein Schiff ist. Aber ich kann hier nichts machen. Was hat er erzählt? Nur, dass die Wachen, dass wir denen nicht glauben sollen. Und, dass unser Schiff nur eine Art Ruderboot ist. 45.
Wir brauchen auf jeden Fall Geld. Okay. Ja, wir brauchen noch 2 spanische Dollar. Dann könnte ich was probieren. Was denn? Ich hol die Kochrüstung. Oder Kochrüstung, ist ja keine Rüstung, ist ja dieses komische Gewand da. Als Koch. Stark. Und dann, gebe ich mich als dem sein Lehrlingstypi aus. Weißt du? Kann ich mich irgendwo umbringen? Du kannst zum Schiff wieder zurück, einfach. Mit Escape, glaube ich, war das, und dann zum Schiff. Einladen, einstellen, Konto, Spiel verlassen. Nope. Hey, bei Co. Buchverwaltung müsste das oben sein. Ich kann ein Schiff versenken. Ach so. Das jetzt? Ich weiß nicht genau, wo du bist. Bist du weit oben oder hier unten? Ich bin ganz oben und bin stuck. Warum finde ich eigentlich immer die Ecken, wo man stuck ist? Gute Frage. Ich halte mich ja möglichst am Geländer fest. Ja, ich bin drüber gefallen, wie immer halt. Weiter noch? Ach du Scheiße. Weiß er da ganz oben. Aber irgendwo war das doch, dass man sich da zurücksetzen konnte. Bist du denn da? Kannst du nicht springen? Nein. Kann ich auch nicht springen. Wieso kann ich hier nicht mehr springen? Weil, wenn du noch ein Stück weiter runterläufst, bist du tot. Wie da lang, oder was? Ja. Da ist einer verschwunden. Und ich bin dann hier runter und wollte wieder hoch und laufen und will springen und spring nicht, sondern ich laufe hier in das Loch. Und ja, jetzt. Ja, okay, das ist Fail, weil wenn man an der Stelle nicht springen kann, kommst du nicht wieder raus. Dann, kannst du nur Gruppe verlassen und wieder reinkommen. Nee, das hatten wir doch schon mal. Ich bin doch schon öfter stuck gewesen. Irgendwo habe ich doch mal was entdeckt, dass ich zurück zum Schiff gekommen bin. Achso, meinst du? Zurück zum Desktop kann man gehen. Ach ja. Wie war das? Ach genau, ich muss Alt F4 drücken, dann teleportiert es mich zurück zum Schiff. Nein, das war doch irgendwo. Ja, wie, gut, so wieso steckst du mich an? Könnt noch mal eine werfen? Ich bin leider tot. Weil Ding nämlich reingerannt ist. Du hast mich angesteckt. Achso, R muss ich drücken. Perfekt. Wiederbeleben. Nein, nicht wiederbeleben. Okay, also da lang können wir nicht. Ich wollte nochmal brennen sehen, dann blieb ich wieder. Nee, du zündest mich dabei wieder mit an. Gut. Ah, Burning Man! Ich hab nicht viel Energie. Ja, ich auch nicht. Gib mich auf! Wir brauchen noch ein paar Münzen. Also irgendwo müssen noch Münzen rumliegen, die wir wegschnappen können. Also 2 Stück brauchen wir. Oben habe ich jetzt gar nicht geguckt, ob da Münzen rumlagen. Gegenstand benötigt, um Tür zu öffnen. Alles klar. Ein
eine Digna wieder hin. Ja, such eine Abkürzung. Aber es müssen noch irgendwo noch zwei Münzen rumliegen. Kann ich dir vielleicht meine geben? Wie viel hast du? Nehmen wir halt die hier, oder? Nice, nice, nice. Alles klar. Ich geh mal jetzt. Oder kann ich das da? Ja, die, jetzt noch eine. Und dann hätten wir ja zwei. Also jetzt hast du mir eine gegeben. Noch eine. Missionsgegenstände, das hier. Und der war hier hinten. So, und er hat nämlich das vergessen. Und jetzt kann ich die hier holen. Missionsfortschritt. So, aber wo ist das Missionsinventar? Ach ja, warte mal. Missionen? Nee. Ja, das ist, Warte, das war hier hinten, ne? Ja. Missionsinventar. Kostüme. Nee. Doch. Ha. Okay. Wir haben den Tisch da mal verloren jetzt. Ich bin jetzt der fette Koch. Auf geht's. Wer hat denn den Hammer verloren? Wer hat den Hammer verloren? Ich hatte gerade aus dem Missionsinventar den Tischhammer verloren. War das der Ben? Nee. Ich hab den Hammer bis jetzt noch nicht gehabt. Also nur. Nee, ich hab ihn gar nicht gehabt. So, jetzt gehe ich mal zum Koch und schwätze mit dir. Oh, so you finally decided to show up, huh? Ach, du bist ja endlich da. Das Rezept liegt auf dem Tisch, alles klar. Ja, mach mal Pause. Wir schmeißen den Laden jetzt. Jo. Dann zieh mal. Wir werden garantiert den Grog nicht anfassen. Also, erstmal. Hey, don't touch that. Was? War zu schnell. Ja, wir haben nicht gewartet. Na gut. Darauf. Prost. Hä? Wie? Geht nochmal mit dem. Hey, you shouldn't be back here. Ja, ihr wart zu früh. Can't help you there. I've just hired a new assistant, and they should know. Der muss wahrscheinlich erst hier raus. Of course it matters. As soon as they arrive, I'm go. Hab ich die Klamotten noch an? Oder sind die jetzt weg? Ja. Die hast du noch an. Ja, okay, warte, dann gehe ich nochmal hier raus. Dann wieder hier rein. Morning! Ah, okay, er läuft wieder. Und jetzt? Na, okay, ich glaube, der steht bloß hier draußen rum. Wir haben jetzt hier. Wir haben jetzt hier ein Rezept. Er behält mich immer. Hat jetzt jemand irgendwas gedrückt? Nein, ich bin nur hier rein. Der okay, warte mal, wir gehen mal raus, nur der Steven bleibt dran. Ich muss jetzt nochmal raus wieder rein. Okay, er geht wieder. Weil er hat gesagt, er hat ein Rezept. Und das soll ich jetzt hier irgendwie machen. Das ist das Buch da, was auf dem Nein, Tisch ist. Nein, du sollst den Grog holen. Ja, da muss ich mehrere Sachen machen. Aber erstmal den Grog, weil den brauchen wir auf jeden Fall. Wir brauchen auch das Fleisch. Krug ist nötig, um Krugfass zu benutzen. Grogfass. Okay, Fleisch habe ich. Kann ich damit hier raus? So. Und dann? Hier zum Hund. Genau. Oh.
Darf ich diesen Knochen haben? Wir brauchen den Knochen vom Hund. Ich habe keine Ahnung, ob wir ihn brauchen, aber... Ich will ihn haben. Ja, ja, das Problem ist, also... Wir bekommen wahrscheinlich den Knochen, aber wie? Ja, dann macht er doch mal einfach. Ja, das Problem ist, ich kann kein Hundisch. Du kannst ja mal mit dem reden. Also ich glaube, mit der Keule sollen wir irgendwas braten. Lass mal das Fleisch liegen. Ich hätte jetzt das Fleisch mitgenommen. Ja, ja, klar. Schnittlauch, Zwiebel. Moment, ich mach das Rezept jetzt mal schnell. Warum ist das wieder weggegangen? Ich behalte dich im Auge. Hallo? Jetzt kommt der Dicke wieder rein. Ihr könnt euch doch auch umziehen, das müsste doch gehen. Ihr habt das doch jetzt auch, oder nicht? Dann machen wir uns alle mal zum Koch. Affe. Ja, probieren wir doch einfach mal aus. Komm mit. Weil wir brauchen so eine Kleidertruhe und die ist da oben. Oder auf dem Schiff. Also ist je nachdem. Schiff wäre halt näher, aber... Nee, das macht nicht so viel Spaß. Ja, genau. So, und da oben ist dann der Shop. Wo irgendwelche Sachen verkauft. Rechte Seite hier durch den Tunnel noch durch. Oh, hier. Und da steht in der Ecke bei dem Spiegel rechts eine Kleidertruhe. Und guck mal, ob du bei, ach, was habe ich gesagt? Bei Kostüme. Uniform des Kochs. Ja. Ja, wählst mal die alle aus, weil dann, ja genau, perfekt. Dann dürfte er, also der Dicke, ja, dann kann man nämlich alles mögliche probieren. Okay. Gehen wir da zurück. Ja. Warum läuft jetzt da hoch? Da ist ein Gummihuhn. Ja. Ja, das denke ich mir gerade auch. Ich will das haben. Verwende dieses Rezept, um ein Gericht zu kreieren, das von der Kraft des Mojo durchdrungen ist, statt verdunkelter Magie schützen. Du benötigst folgende Zutaten. Für etwas reichhaltiges Herz von ein zartes Stück Fleisch. So, da hätten wir das schon mal. Fleisch. Wir brauchen eine... Okay. Ich glaube... Ja, hier kommt noch mehr. Geschnittener Lauch. Was brauchen wir? Okay. Einer muss sagen, was wir tun müssen. Die anderen müssen arbeiten. Ja, dann sag doch mal. So, Fleisch. Hab ich. Ja, tu rein. Oh, der Topf ist aber ziemlich tief. Ja. Ben, geh mal ins Rezeptbuch los. Ja. Fleischhammer. Warte, Stück Fleisch. Eine Kaniche Mordant Blume gemahlen, um einen zusätzlichen Genuss zu bieten. What the fuck? Mordant Blume, jo, hab ich. Wo können wir die malen? Keine Ahnung. Vielleicht muss der bloß anmalen. Das muss ja irgendwas Mörser muss es doch hier geben, oder? Was brauchen wir für eine Blume? Ja, die Blume hab ich. Ich weiß aber nicht, wo ein Mörser ist. Ich hab Geld gefunden. Mörser, also, wo könnte ein... Weißt du, zum Malen, zum Kleinmachen. So ein... Oder ein Stößel, oder... Okay, Ben, ich komme hier nicht weiter. Ich hab gedacht, das ist alles hier. Ich glaube nicht, dass das alles hier ist. Blume habe ich. Wir bräuchten einen Mörser, um das klein zu machen. Gemahlen, weil ich weiß nicht, wenn ich das jetzt hineinhau.
Das ergibt, glaube ich, keinen Sinn. Ja, einfach such's halt. Ja, mach mal Tür auf. Dann. Mach mal. Ach nee. Da war ich vorher. Kannst Angelrute verwenden. Ja, da stand ich auch schon drauf. Okay, ist bloß hinter die Tür. Einen Mörser. Chefkoch, wo gibt's Mörser? Don't bother me right now. Stör mich jetzt nicht. Genießt du deine Pause? Einfach reinschmeißen geht nicht. Hm? Würde auch gehen. Hinzufügen. Dann mach doch. Okay. Ich schmeiß rein. Die wird bestimmt automatisch gemahlen. So, was drin? Nur eine gewürfelte Zwiebel genügt für einen scharfen und würzigen Geschmack im Mund. Okay, Zwiebel ist drin. Ein frisch gefangener roter Hering, einfach so ohne Grund. Das denke ich noch. Jetzt weiß ich auch, wo man da aufschließen musste. Also den hol ich. Ja, machst du? Was überlegt. Aber ich weiß nicht, ob immer ein roter Hering kommt. Das, Nee, der liegt hier. Ach, wir haben ja schon einen, genau. Ach, dann war der Hering Questgegenstand. Deswegen konnte man den nicht dingens. Okay. Ja, nee, deswegen sollst du ihn ja nicht irgendwo hinwerfen. Wir wissen, wo der ist. Ja gut, wir hätten ja noch einen angeln können. Das, vielleicht. So, Rinnentop. Oder soll man den noch schneiden oder so? Nee, ne? Top. Ja. Nee, das stand ja dort. Einfach nur so. Also, und packen wir einfach komplett rein. Was ist drin? Nizza? Fein geschnittener Lauch, dann ist alles schön satt. Der Lauch war hier in der Küche sogar. Dann sind alle schön satt. Lauch ist drin. Jawohl. Meine besonderen Malzbierstreusel zur Abwehr von Untoten. Hab ich die oben schon gesehen? Einfach reinschmeißen? Naja, hau einfach rein. Okay, das ganze Fass ist drin. Perfekt. Ja, da darf man nicht so kleinlich sein, ne? Tu sie alle in den Topf, um ein mächtiges Festmahl zu schmoren. So, Nini, herzlich willkommen und ja, leider schon wieder gute Nacht. Ist schon wieder spät, ne? Okay. Jetzt haben wir das Fleisch. Serviere rasch auf, dass Mensch und Tier gestärkt sind. Nehmen. Wir das jetzt servieren? Gar nicht. Gesteckt? Irgendwas? Dass Mensch und Tier gestärkt sind. Da gibt's einfach einen Hund. Hier ist ja Tier auch. Oh. Ja, aber hier steht nicht da, dass es geben kann, weißt du? Ich kann nur mit dem reden. Hey, you leave that skull alone. He's got a job to do. Lass den Schädel in Ruhe. Moment, was ist denn hier mit den Piratenanführern? Hast du da mal probiert? Ja, ich kann nur reden. Ich stöß mal das Fleisch. Kannst du das auch mal probieren? For official town business only. Belobigung frage ich mal. Hey, ja. Da rennt man mit der Keule rum. Ja. Hier scheint die keiner zu wollen. Uhrenturmschlüssel habe ich jetzt einkassiert. Oh, schön. Für Mensch und Tier stand da. Gibt's hier irgendwo Mensch und Tier? Ja, ich denke mal, du musst das irgendwo servieren oder so. Da muss doch irgendwo so. Gibt's nicht.
für Mensch und Tier. Ich hätte tatsächlich gesagt, der Hund. Ja, aber das wäre ja nur das Tier. Das heißt ja Mensch und Tier. Es muss irgendwas damit zu tun haben. Der Hund gibt dir den Knochen, aber warum gibt er dir den Knochen? Das ist noch auch noch so eine Frage. Wer hat mich jetzt hier angekotzt? Na Gott. Kann ja eigentlich nur Dicken gewesen sein. Ja. Nein, ich bin. Was? Ist ein durstiger Pirat? Warte mal. Ja, den habe ich schon abgefüllt. Da habe ich den Schlüssel. Wo hast du den Krug für den Grog hergekriegt? Kann man doch seinen eigenen benutzen, oder? So hinhalten. Boah, ich muss mich mal hier. Ja, du kannst dir den Grog teilen irgendwie. Grog zu leer, um zu teilen. Warte mal, ich teile mal meinen. Oh. Ich brauch's mal eine Abkühlung, glaube ich. Ja. Warum habe ich das Gefühl, dass die beiden gleich stinkevoll seid? Da hinten gibt's Grog umsonst, also. Warum nicht? Ja, wir dürfen nicht vergessen, ich habe jetzt vor die Bar den Schlüssel gelegt. Try that again, and you'll be joining the devil for supper. User joined your channel. Ja. Also ich habe jetzt welche gefunden zum Abfüllen und du als allererstes Saufkumpel suchst. Der hat gesagt, er hat Durst. Die schlafen hinten einfach mal alle. Oh, aber ich glaube, die haben wir jetzt alle beklaut, ja? Ich glaube ja. Gut, mit dem Fleisch konntest du noch nichts anfangen? Ich weiß nicht, wo du es hingelegt hast. Sigi hat das immer noch. Hier kann ich den Koch auch abfüllen? Nö. Ja, gib's doch dem Koch. That's a cute stuffed toy modeled after the three-headed monkey of Monkey Island. Very popular with kids. Wache des Ladens. So der einzige Moment, wo Tier direkt beieinander sind. Der Verkäufer, ne? Ich schwanke nicht. Das ist tatsächlich das Spiel. Ich bin betrunken gewesen.
rostiges, was Kleines könnte hineinpassen. Es könnte sein, dass wir so eine Figur dann am Ende brauchen, so eine Schnitzfigur. Um damit das Schloss zu knacken. Ahoy there, fancy pants. Okay, was hat er hier noch? Der hat doch hier noch irgendwas Reserviertes gemacht. Das glaubt, ne? Nee. Wenn wir dem Verkäufer hier seine fehlende Fracht bringen, dann gibt uns nicht nur das Ticket für oben, sondern dann gibt uns auch noch weitere Dinger. Händler hier mit den Papageien. Fragt nach fehlender Fracht. Fehlende Fracht. Ja gut, jetzt erstmal weitläufig fehlende Fracht. Ja. Das Einzige, was mir jetzt tatsächlich noch einfällt, ist oben dieser Ausguck. Vielleicht kann ich dem ein Fleisch geben. Es ist ja für Mensch und Tier. Gibt's hier eine Map? Eine Karte? Nee, ne? Ich habe auch den Uhrenturmschlüssel. Ich habe nur keine Ahnung, wo das sein soll. Der Uhrenturm? Ich habe vorhin hier eine Uhr gesehen. Ob das der Uhrenturm ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Einfach mal jede Tür hier abgehen. Weil da ist die Uhr. In dem Turm. Oh, da. Ja. Hier ist eine Tür. Uhrenturmschlüssel wird benötigt. Ja, dann unterwegs. Jawohl. Rein in die Olga. Der Uhrenturmschlüssel ist anscheinend für den Uhrenturm. Ja. Das, okay. Okay, er legt da. Dann gehe ich hier lang. Uhrenturmschlüssel. Vermutlich der Schlüssel zum Uhrenturm. Na, der was wird hier benötigt, Ben. So, ich bin ein bisschen auf Abwägen. Ja, ich hab den nicht. Ich komme. Ich dachte, du machst dir mal die Tür erstmal auf, bevor du Ding machst. Das Ding hat Ben auch den Beinamen Ben, by the way. Bin da. Bin weg. Na, jetzt hab ich ihn nicht mehr. Schade. Mach ich jetzt mit dem saftigen Stück Fleisch, weil ich die ganze Zeit mit mir rumschleppe. Ja. Der Mechanismus klemmt, das haben wir gleich. Da mal kräftig vortreten, alles ist gut, ne? Arm. Rechter Arm des Skeletts entdeckt. Okay. Auf was müssen wir die Uhr stellen? Haben wir da schon eine Info? Ich weiß bloß kein Bier vor 4, also stell es 5 nach 4. Warte mal, das ist ja spiegelverkehrt, was wir hier sehen. Ja, du musst zurück. Ja, oder einfach weiterdrehen. Aber warte mal mit dem rumdrehen, dann komme ich runter. Weil das würde ich tatsächlich auch gerne sehen. Bloß gerade, ich sollte vielleicht nicht jetzt hier mit der Hand überall rumrennen. Bin ja bekanntlich dafür bekannt, überall stuck zu sein. Genau. Ja. Du hast die lustigen Winkerhände. Wo bist denn du? Sehe ich gar nicht mehr. Rennen sehe ich hier. Ich komm ja, ich brauch kurz.
Nein. Ich glaube mir, das ist ja kein Bier vor 4 oder so. Ich glaube, es hat damit eher weniger zu tun. Okay, schade. Man weiß es halt nicht. Genau, ne? Das sind ja so hier so Rätsels. Ist Rätsels Lösung? Habt ihr euch das Spiel erst heute erst geholt oder schon länger? Nein, schon länger. Aber wir wechseln, glaube ich, mal den Raum. Moment. Moment, ich suche gerade den Uhrenturm, dabei brauche ich noch einen dicken suchen. User was moved out of your channel. User was moved out channel of your channel. So, und dann sollte auch keiner mehr reinkommen können. Ja. Hätten wir vielleicht, na gut, das nächste Mal gehen wir gleich rein. Man weiß ja dann nie, wer kommt. Ja gut, das ist immer so, wenn wir da ordentlich streamen. Lass die Schädel in Ruhe. Ja, aber der hat vorhin geredet über seinen verlorenen Arm und ich habe ja jetzt einen. Ich kann da... Ich lass den Arm mal hier in der Bar liegen. Ich glaube nämlich, dass das was mit dem Skelett da zu tun hat. Genauso der Knochen, was der Hund hat. Der wird wahrscheinlich auch damit irgendwas zu tun haben. Ah, dann macht das natürlich Sinn. Der Hund hat irgendeinen Knochen von dem Typ. Und wir werden wahrscheinlich nur ein Beinknochen oder so finden. Und der andere, das hat dann der Hund. Ja. Irgendwie so. Was in die Richtung gehe ich mal davon aus. Was? Belobigung? Ohrenturm? Was ist jetzt passiert? Ja, ich hab den Ohrenturm gerettet. Einfach im Kreis gedreht, solange das passt hat, oder? Ja. Einfach auf 12 Uhr gedreht. Monkey Island. Oh. Ja. Perfekt. Da hätte man natürlich auch drauf kommen können. Da würde ich sagen, trink mal erstmal was. Oh, das ist schlecht. Prost. So. Was man trinkt, muss natürlich auch wieder raus. Ich gehe mal schnell hier in den Shop, ich muss mal um die Ecke. Oder hier. Hier ist dunkel. Ahoi there! Ahoi! Ja. Ich hab gerade hier ganz schön hohen Seegang. Ja, weißt du, was sein könnte? An dieser Wache, dieser Wachen weg ist. Schwarzpulverlunden. Ja, aber da kann man, glaube ich, auch noch nichts machen. Oh Gott. War in der Kirche gerade schon alle Kerzen und die Musik an? Ich komme durch das Tor nicht mehr durch, es ist zu klein. Wo bist denn du? War in der Kirche gerade an den Kirchturm, also Uhrenturm. Ich komme durch den Eingang nicht durch, der ist zu klein. War in der Kirche gerade schon die ganze Zeit Musik an und Kerzen an? Musik war keine. Kerzen waren, glaube ich, schon an. Auf in die Kirche. Boah, ich so muss mich bei ihm hinsetzen. Puh, ist mir schwindelig. Warte. So, Der Eingang ist so dann, klein von der Kirche. Oh, ich geh mal, ne? Ach, guck mal, er hat das Fleisch da platzieren können. Okay. Ah, okay. Aber woher wussten wir das? Nee, das ist einfach nur abgelegt. Ich ich gehe jetzt erstmal schnell, ne? Hier. Einmal in die Ecke. Schön nachwürzen. Ja. Einmal schön nachwürzen nehmen.
Uiuiui, tatsächlich. Ich glaube, ich gehe mal eben eine rauchen. Gut, dann machen wir kurz eine Pause. Während ich hier noch durch die Gegend schwanke. Auch ihr lieben Internetzuschauer. Auch für euch jetzt kurze Pause, geht gleich weiter. Lass die Musik laufen und wenn die das quatschen, ist er diesen schon wieder vor mir da. Ach, so, habe ich was verpasst? Kanada? Sind jetzt heimlich rauchen gegangen, ja? Okay, dann gehe ich auch heimlich rauchen. Bis gleich.